Turnermädels, da ihr ja gerade leider nicht ins Turnen kommen könnt, wollen wir das Turnen zu euch nach Hause bringen. Und zwar in Form einer Sportstunde, die wir beide jetzt gemeinsam abhalten. Die ersten paar Übungen wird euch Celine vormachen. Wir beginnen mit dem Aufwärmen. Als erstes machen wir die Flummi-Hüpfer. Der Körper bleibt fest und wir springen nur aus dem Fußgelenk. Und das Ganze machen wir jetzt noch rückwärts. Als nächstes springen wir auf ein Bein. Fuß kommt nach hinten. Und das Ganze mit dem anderen Bein. Jetzt machen wir Hüpfer mit gebeugtem Bein, also immer ein Bein schön hochziehen. Dann machen wir Vorspreizen. Beine bleiben gestreckt, Arme sind schön fest auf der Seite. Auch darauf achten, dass das untere Bein gestreckt bleibt, also nicht einknicken. Jetzt kreisen wir noch unsere Arme, zuerst vorwärts. Und noch rückwärts. Und noch die Windmühle. Also. So. Eine Hand geht nach vorne und eine nach hinten. Okay, gut. Dann probieren wir mal ein paar Hampelmänner. 10 an der Zahl. Also schön, kennt ihr alle. Okay. Und dann machen wir ein paar Froschhüpfer. Also Arm zwischen die Beine und schön nach oben hüpfen. Wer kann, die Arme noch mehr nach oben nehmen. Pferdchensprünge. Immer ein Bein nach dem anderen. Jetzt das andere Bein nach vorne. Okay. Gut. Dann machen wir mal den Entengang. Also alle schön runter in die Knie. Die Hände berühren den Boden nicht. Und einfach schön watschen. Ihr könnt die Hände auch nach hinten nehmen, hinter den Rücken. Und schön nach dem Fußgelenk hoch. Gut. Dann probieren wir noch den Storchengang. Die Beine bleiben ganz gestreckt, kleine Schritte. Und die Arme, die Hände berühren den Boden einmal ganz kurz. Und noch eine Bahn. Gut. Und dann machen wir noch einmal als Abschluss den Bahnenlauf, Arme schön nach oben, hoch auf die Zehenspitzen und kleine Schritte ganz weit nach oben strecken. Und zum Abschluss nochmal rückwärts.
schön die Körperspannung halten. Okay, damit hättet ihr das Aufwärmen geschafft. Gut, dann machen wir weiter mit der Kräftigung. Und zwar haben wir da erstmal 6 Übungen. Die erste Übung ist das Schiffchen auf dem Rücken. Ich stelle mal kurz vor. Genau, am besten tut ihr die Arme nach hinten. Wenn ihr dann ins Hohlkreuz kommen solltet, also dann hier einen runden Rücken haben solltet, dann die Arme nach vorne nehmen. Das macht es besser. Oder auch einfach die Beine nach oben ziehen. Das klappt genauso gut. Das Schiffchen kann man auch auf den Bauch machen. Einfach einmal rumdrehen und Arme und Beine gut vom Boden wegheben, sodass ihr es richtig im Rücken drin spürt. Und ihr könnt die Arme da auch nach hinten nehmen. Genau, das ist dann auch noch eine Variation davon. Als nächstes kommt der Unterarmstütz. Genau, geht es noch ein kleines bisschen runter. Es sollte eine ganz gerade Linie sein, von den Schultern bis zu den Füßen nach unten. Und das haltet ihr dann einfach so. Kann man auch wieder andersrum machen, also mit dem Rücken zum Boden. Auch möglichst den Popo hoch, sodass es auch eine ganz gerade Linie ist und der Popo nicht auf dem Boden passt. Gut, dann machen wir noch die Schulterbrücke. Das ist wie ein schräger Tisch. Einfach unten mit den Armen abdrücken vom Boden, die Beine ganz gestreckt und dann seid ihr auch quasi wie so ein schräges Brett. Und dann machen wir noch eine Standwaage. Kennt ihr alle. Genau. Jeder streckt das Bein so hoch, wie er kann. Und dann einfach die 10 Sekunden nachher halten. Gut. Dann fangen wir mit dem Zirkel an. Und zwar machen wir alles insgesamt 3 Runden. Und jede Übung, die auf Zeit geht, 10 Sekunden. Und jede Übung, wo es Wiederholungen sind, 10 Mal. Gut, dann fangen wir an mit den Schiffchen. Einmal Schiffchen auf dem Rücken und los geht's. Immer schön darauf achten, dass die Arme und die Beine den Boden nicht berühren, dass ihr kein Hohlkreuz habt. Und stopp. Dann einmal Schiffchen auf dem Bauch. Geht das Gleiche und los geht's. Immer schön Spannung im Rücken spüren. Und stopp. Dann machen wir den Unterarmstütz. Einmal mit dem Bauch zum Boden und los geht's. Achtet darauf, dass wirklich Oberkörper und Beine in einer Linie sind. Okay, schön durchhalten. Und stopp. Dann komme ich hier zum Boden. Und los geht's. Stopp. Gut, dann einmal die Schulterbrücke. 10 Sekunden. Okay, und stopp. Und dann noch die Standwaage. Das dürfte das Schwierigste sein, also nochmal richtig konzentrieren. Und los geht's. Sucht euch einen Punkt auf dem Boden. Und stopp. Sehr gut. Dann nochmal. Da hat man schon gedacht, es ist vorbei. Okay, und los geht's. Und stopp. Schiffchen auf den Bauch. Und los. Stopp. Dann wieder den Unterarmstütz mit dem Bauch zum Boden. Und los. Okay. Einmal andersrum. Und los geht's. Und stopp. Dann nochmal Schulterbrücke. Bin mir sicher, ihr macht es daheim alles sehr gut. Celine hält auch super. Ich bin stolz.
und Stopp. Und nochmal die Standlage. Los. Und stopp. Sehr gut. Dann die dritte Runde. Das ist ja beinahe von selbst. Gut. Nochmal Schiffchen auf dem Rücken. Arm schön nach hinten und los geht's. Und stopp. Schiffchen auf den Bauch. Und los. Und stopp. Perfekt, 10 Sekunden getroffen. Und Unterarmstütz, los geht's. Und stopp. Einmal andersrum. Und los geht's. Vorletzte Übung, los geht's. Und stopp. Und ein letztes Mal die Standlage. 3, 2, 1 und los. Sehr gut, mach mal den Fuß ganz hoch. Sehr schön, okay. Gut, dann habt ihr die Kräftigung für dieses Mal geschafft und dann machen wir weiter mit der Dehnung. Nachdem wir uns jetzt aufgewärmt haben und gekräftigt haben, müssen wir uns natürlich noch dehnen. Und ich mache die Arme meiner Möglichkeiten mit. Dazu dürft ihr euch einfach hinsetzen und wir gehen in den Kreuzsitz. Darauf achten, dass die Beine gestreckt sind, also die Knie bleiben schön durchgedrückt, Zehen sind gestreckt. Und nicht nach innen kippen, sondern schön gerade lassen. Und dann beginnen wir und gehen zuerst zur rechten Seite. Darauf achten, dass die Beine schön gestreckt bleiben, vor allem auch das linke Bein. Und dann gehen wir zur anderen Seite. Und noch ein letztes Mal zur rechten Seite. Jetzt dürft ihr über die Mitte auf die linke Seite rüberkrabbeln. So. Dann dürft ihr eure Beine schließen. Alles schön gestreckt lassen. Arme gehen nach oben. Ganz lang machen. Und nach vorne gehen. Knie bleiben schön durchgestreckt. Und wir gehen nochmal hoch. Nochmal ganz, ganz lang machen. Und versucht jetzt mal noch ein Stückchen weiter nach vorne zu kommen. Gut. Dann machen wir jetzt den Schmetterling. Füße zusammen und so nah wie möglich zu euch herziehen. Und runterfedern. Auch darauf achten, dass euer Oberkörper schön aufrecht bleibt, also nicht irgendwie krumm da sitzen. Gut, dann dürft ihr noch eure Füße kreisen. Den anderen Fuß auf. Und dann kommen wir zum Spagat. Dazu dehnen wir zuerst die rechte Seite, also das rechte Bein geht vor. Das Knie ist über dem Knöchel, also nicht zu weit vorne. Das hintere Bein ist gestreckt und einfach schön runterdehnen. Das sieht doch gut aus. Und dann bleiben wir 10 Sekunden im Spagat. Dann dürft ihr reinrutschen. Und ich ziehe mit.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Dann das gleiche mit der anderen Seite. Linke Bein kommt nach vorne. Knie wieder über dem Knöchel, hintere Bein gestreckt. Super hast du das gemacht. Bin mal gespannt, wie es jetzt wird. Und dann hier auch reinrutschen, wieder 10 Sekunden. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Gut, dann kommen wir jetzt noch zum Spagat. Da beginnen wir mit dem Crossfit. Also, schön angewinkelt die Beine und den Po runter. Den schön. Und auch da gehen wir dann nochmal in den Spagat rein. Wieder 10 Sekunden. Also einfach von oben reinrutschen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 und 10. Dann dehnen wir jetzt noch unsere Handgelenke. Ihr dürft euch auf eure Füße setzen, Hände gehen vor, einfach dehnen. Auch mal die Hände umdrehen. Und dann dehnen wir noch unsere Schultern. Die Hände gehen nach hinten. Beide Sonatis geht zusammen und wir rutschen rein in die Dehnung. Das gut halten. Und lösen. Dann dürft ihr den einen Arm vornehmen und mit dem anderen Arm, mit der anderen Hand rüberziehen. Das gleiche auch mit dem anderen Arm. Gut, und zum Schluss dürft ihr dann noch von unten in die Brücke gehen. Und wer kann dann versuchen, die Beine zu strecken. Schön zusammen die Füße und Beine strecken. Gut, nachdem wir uns jetzt aufgewärmt haben, nachdem wir uns gekräftigt haben, nachdem wir uns gedehnt haben, machen wir jetzt weiter und ziehen heute mal Sprünge durch. Das heißt, Celine macht immer die Sprünge vor und ich erkläre so ein bisschen was dazu. Anfangen tun wir mit Einsprung-Sprechsprung. Genau, also schön einen Fuß nach vorne mit beiden Füßen abspringen und in der Luft einen ganz gestreckten Sprung, also Arme schön weit nach oben und Beine ganz gestreckt lassen. Dann probieren wir mal Strecksprung halbe Drehung, also einen schönen gestreckten Strecksprung mit einer halben Drehung in der Luft. Und nochmal. Sehr schön. Dann machen wir einen Strecksprung ganze Drehung. Dazu müsst ihr vielleicht ein bisschen höher springen und wieder schön gestreckt bleiben. Genau, mit dem Schwung der Arme könnt ihr euch immer ein bisschen anschuppen. Als nächstes machen wir dann einen Sprung-Hocksprung. Beim Hocksprung ist wichtig, dass ihr die Beine ganz weit hochzieht und die Füße schön nebeneinander lasst. Sehr gut. Sehr gut, dann machen wir Spreizsprünge. Auch wieder wichtig, dass die Beine gestreckt sind und schön weit, gleich weit nach vorne und hinten auseinander. Als nächstes machen wir Pferdchensprung mit Nachstellhüpfer.
Und zwar immer schön beim fertigen Sprung ein Bein nach dem anderen hochziehen. Einmal gleich nochmal. Gut, als nächstes machen wir dann den Hockrücksprung. Bei dem geht ein Bein ganz gestreckt nach vorne und eines zieht ihr als Hocke an. Dann probieren wir nochmal was Schwierigeres, und zwar einen Spagatsprung. Immer schnell darauf achten, dass die Beine gestreckt sind. Sehr gut. So, das war unsere Turnstunde. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Uns hat es auf jeden Fall Spaß gemacht. Und ich hoffe, ihr bleibt dran, habt noch vor uns eine gute Zeit daheim, und dann sehen wir uns bald bei der nächsten Turnstunde wieder.